Und wir haben die Erkenntnis, dass wir einige gute Torleute haben, die auch international in anderen Ligen bestehen können. Aber diese absolute Weltklasse, wie es vielleicht andere vergleichbare Länder, heute haben wir schon viel von Belgien gesprochen oder werden wir noch sprechen, mit Thibaut Courtois, wahrscheinlich der Torwart, der im Jahr 2022 mit seiner herausragenden Leistung im Champions League-Finale Real Madrid fast alleine auch zum Champions League-Sieg gebracht hat, den haben wir momentan nicht. Aber wir haben sehr viele gute Torleute, die in vielen Bereichen absolut ihre Stärken haben. Aber das Gesamtpaket, so in allen Parametern wirklich Weltklasse zu sein, das ist jetzt vielleicht momentan nicht da, aber ich glaube, dass wir auf der Torwartposition sehr gut dastehen.